Schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute eine Yogastunde mit Katrin. Viele meiner Teilnehmer haben sich eine längere, kraftvolle Yoga-Einheit gewünscht und genau das bekommst du heute. Das Thema wird sein, deine Intention, ich entscheide mich dazu, frei zu sein. Und darum geht es um Yoga, um Freiheit, um Ausdehnung, um glücklich sein. Komm bitte bequem auf dem Rücken an. Stellst mal die Füße auf vor deinem Gesäß, bringst die Füße mattenbreit auseinander, leg mal die Hände locker ab, eine Hand auf den Bauch, die andere Hand auf dein Herz, Schultern entspannt und jetzt komm ganz in Ruhe auf deiner Yogamatte an und wiederhole für dich die Intention, ich entscheide mich dazu, frei zu sein. Wiederhole das dreimal für dich und schau dir an, was macht dieser Satz mit dir. Es ist eine bewusste Entscheidung für dich, die Enge zu verlassen und dir Freiheit in allen Lebenslagen zu gönnen. Atme tief in den Bauch, hoch in dein Herz, erfüllt vom Atem. Und dann bringst du mal die Füße zusammen, lass die Hände, wo sie sind. Und du startest mit Baddha Konasana, die Fußsohlen zusammen, die Knie auseinander. Und gönn dir noch zwei, drei tiefe Atemzüge. Erlaube es dir, dich von innen heraus auszudehnen, dich auch sinken zu lassen, die Weite im Körper zu erfahren. Jetzt erschreck nicht, wenn ich die Klangschale für dich anschlage. Du atmest aus und schiebst die Arme mal ganz weit nach hinten. Bring die Hände an die Ellenbogen. Und erlaube es dir nochmal tiefer in die Flanken hoch, die Achselhöhlen zu atmen, über die Schultern ausatmen. Du startest ganz entspannt und wirst dann gut deinen Körper spüren. In der nächsten Ausatmung löst du auf, klappst mit deinen Händen die Knie zusammen, streckst mal die Beine nach vorn aus, die Arme nochmal ganz weit nach hinten, zieh dich nochmal lang, dehnen, streck dich. Und erlaube es dir, aus so einer inneren Freiheit heraus zu agieren. Öffne die Augen. Und jetzt hebst du das rechte Bein an, hoch zur Decke. Strecke es aus. Und du schiebst die Arme ganz weit nach hinten. Der Blick geht Richtung Decke. Die Yogastunde beginnt. Streck dich lang über die Finger, kreier eine stabile Körpermitte. Und jetzt löst du das linke Bein so 10 cm vom Boden. Ich löse auch noch die Arme vom Boden, den Oberkörper ganz leicht, Halswirbelsäule lang und spätestens jetzt wirst du erkennen, dass es eine kraftvolle Stunde wird. Die Reise beginnt. Tief ein- und tief ausatmen. Katrin fängt schon an zu zittern, du bestimmt zu Hause auch. Atme aus, ausatmen und lösen. Alles wieder ablegen. Tief durchatmen. Und dann heb das linke Bein an. Kreiere eine kraftvolle Mitte, indem du die Bauchmuskulatur anspannst. Kannst mal das rechte Bein lösen, ein paar Zentimeter. Als Option noch die Arme, den Oberkörper. Schenk dir ein Lächeln und spür dich mit jeder Zelle. Ich entscheide mich, frei zu sein. Sehr schön. Noch zwei tiefe Atemzüge. Wir atmen aus, aus. Auflösen. Zieh die Knie heran, mal ein paar kleine Kreise mit den Knien und du schaukelst entspannt nach links und rechts. Du wirst heute immer wieder Phasen üben, wo du in die Kraft gehst, in die Anspannung und dann, so wie jetzt, dir wieder Ruhe gönnst. Ein Mix aus Anspannung und Entspannung.
Stell nochmal die Füße auf. Platziere die Hände genau neben deinen Körper, die Handflächen gut geerdet. Und die nächste Übung kennst du bestimmt. Streck mal das rechte Bein aus zur Decke, das linke mit dazu. Das werden wir jetzt länger gemeinsam üben. Bring die Füße mattenbreit auseinander und dann gehst du in so eine Überkreuzbewegung. Jetzt mal die Augen schließen. Lass die Beine so ca. 90 Grad im Winkel erstmal am Anfang. Mit der Idee, dass du die Beine aktiv streckst und du deinen eigenen Rhythmus findest. Erinnere dich an die Intention, es ist deine Entscheidung, frei zu sein. Und wenn du das Bedürfnis hast, auch die Kraft in dir spürst, kannst du die Beine ein Stückchen tiefer sinken lassen, vielleicht Richtung 45 Grad, ein Stückchen höher. Und bleib in der Bewegung. Sieh so ein Schweizer Uhrwerk, immer gleichmäßig. Was ich hier schön finde, leg mal die Hände locker auf deinen Bauch und dann kannst du, bleib in der Bewegung, kannst du gut deine Bauchmuskeln spüren. Und wie ist es? Schön fest. Darf sich entwickeln. Noch für 10, 20 Atemzüge. Bring die Beine ruhig ein Stückchen höher, ohne dass du dich so quälen musst. Kannst ganz bewusst hier mal deine Grenzen austesten. Und vieles ist einfach so ein innerer Entschluss. Wenn du dich da gut zentrierst, fokussierst, kannst du auch durch diese anstrengende Phase durchgehen. Ausatmen, Heavy Baby. Knie heranziehen. Schließ die Augen, entspann die Schultern. Ein- und ausatmen. Katrin ist auch eine Yoga-Lehrerin. Wir haben vor 2 Wochen die Erzgebirge-Yoga-Reise zusammen gemacht. Ich durfte an ihren Yoga-Stunden mit teilnehmen. Und da hat sie Folgendes unterrichtet. Das fand ich sehr schön. Du kippst mal so ein Stückchen nach rechts, ganz leicht, und beginnst dann, das linke Bein auszustrecken. Genau. Wieder zurück. Schau in die Mitte, dann kipp bewusst nach links und streck das rechte Bein. Sehr gut. Und das übst du für dich nochmal selbstständig. Zurück in die Mitte, nach rechts kippen. Falls du zu Hause umkippst, auch nicht so schlimm. Wieder zurück. Aufstellen die Füße und auflösen. Füße aufstellen, Hände nochmal locker auf den Bauch ablegen. 2, 3 tiefe Atemzüge. Wir werden jetzt gemeinsam noch eine Übung im Liegen üben. Das ist ein guter Stretch für die Adduktoren. Echt krasse Übung, wenn du die bewusst übst. Achtung, öffne die Augen, streck wieder beide Beine hoch zur Decke. Ich mag das, bring die Hände näher zusammen, Schultern entspannt, aktiviere die Körpermitte und du achtest darauf, dass Fersen, Knie, Hüftgelenk in Linie bleiben und du gehst in die Grätsche. Richtig schön weit, soweit es geht. Jetzt legst du die Handflächen auf die Innenseiten deiner Oberschenkel ab. Und du kannst hier schon ziemlich gut die Muskelschichten, die Muskulaturen spüren, deine Adduktoren, wie mit jeder Ausatmung du ein Stückchen weiter in die Dehnung gehst, ohne dass dein Körper ausweicht. Die Beine kippen nicht nach vorn, du ziehst eher so ein Stückchen zu dir ran. Weiter atmen. Und jetzt ist ein guter Zeitpunkt, die Intention für dich zu wiederholen. Ich entscheide mich für Freiheit. Schließ die Augen. Und wenn du jetzt so eine körperliche Spannung spürst, erlaube es dir, in der Spannung innerlich mental frei zu sein. Das Leben hat immer wieder neue Überraschungen für uns bereit und die nächste gibt es jetzt. Lass die Beine, wie sie sind. Heb deinen Oberkörper an und du schiebst die Arme nach vorn. Die Handflächen berühren sich. Noch für 4 tiefe gemeinsame Atemzüge. Atme aus.
Tief einatmen. Ausatmen. Vier. Katrin gibt irgendwie alles. Tief einatmen. Ausatmen. Drei. Tief ein, du Arme. Ausatmen. Zwei. Einatmen. Ausatmen. Das Beste kommt jetzt. Ablegen. Hände klappen. Die Knie zusammen. Beine beugen. Heranziehen. Kreise malen. Tief durchatmen. Ganz schön. Und dann streck die Beine nochmal nach vorn aus, schieb die Arme nochmal ganz weit nach hinten, verlängere dich. Hände sind schon schön warm geworden. Atme aus, zieh die Knie zu dir heran, öffne die Augen, bring die Hände von außen zwischen die Kniekehlen und du kommst schaukelnd hoch zum Sitzen, Füße aufgestellt vorm Gesäß. Und du kannst die Hände ruhig zwischen den Kniekehlen lassen. Von außen. Schließ mal einen Moment deine Augen und kreiere eine Länge im Rücken. Dein Herz hebst du an, die Knie, die berühren sich. Ich entscheide mich für Freiheit. Die nächste Übung ist die Bootshaltung. Öffne die Augen und hier empfehle ich dir, die Füße ganz weit zu dir heranzuziehen. Einfach auf den Boden erstmal. Und du löst nur die Zehen und die Ballen, sodass du mit den Fersen am Boden bist. Heb dein Herz höher und jetzt lässt es sich so ganz leicht nach hinten kippen und die Füße, die lösen sich irgendwann von ganz allein. Das hältst du atmest. Und jetzt kannst du einen Schritt weiter gehen. Heb die Schienbeine an, parallel. Ziehst die Knie zu dir heran und dein Atem fließt. Und du musst dich hier nicht so sehr anstrengen, mach das wirklich aus so einem inneren Bedürfnis, aus so einer inneren Kraft heraus. Wir gehen einen Schritt weiter, streck die Arme nach vorn, zieh die Knie heran. Wenn dir das zu viel ist, kannst du jederzeit eine Pause machen, du auch, Katrin. Ne? Aber die Übung geht erst los. Atme ein und du drehst dich nach links, ganz Oberkörper, Handflächen zusammen. Kannst du die Knie näher ranziehen, richtig weit. Sollte ja eine kraftvolle Praxis werden. Nochmal über die Mitte einmal nach rechts drehen. Wie geht's dir? Gut. Zurück in die Mitte. Schieb die Hände zwischen den Knien und such dir mit den Händen die Fußaußenseiten. Das Happy Baby im Sitzen. Platzier mal genau die Schienbeine parallel. Arme leicht gebeugt. Heb dein Herz höher. Und die nächste Übung wird nicht bei allen funktionieren, aber du kannst es ausprobieren. Streck das rechte Bein zur Seite, so gut wie es geht. Streck jetzt auch das linke Bein zur Seite. Kraftvolle Praxis, wir machen heute ein bisschen mehr. Achtung, lass die Beine gestreckt, schaff eine kraftvolle Körpermitte. Du denkst dir die Beine immer nach oben, dann schieb mal die Arme nach vorn. Ja, einfach hier zwischen die Oberschenkel durch. Noch für zwei Atemzüge. Tief einatmen. Ausatmen, zwei, einatmen und dann stell die Füße auf, umarm die Schienbeine, schließ die Augen, kuschel dich ein, entspann die Schultern, komm ganz bei dir an. Ein paar Atemzüge, ganz mit dir in Verbindung. Und die Yoga-Praxis soll dir helfen, immer wieder einen Rahmen zu bilden für dich in deinem Leben, dass du für dich Freiheit leben kannst. Die entsteht von innen nach außen. Gut, dann kannst du die Augen öffnen und kommst zum Anfang deiner Matte zum Stehen. Die Füße hüftgelenksbreit, führe nochmal die Hände vor deinem Herzen zueinander, das Anjali Mudra. Schließ die Augen, wiederhole die Intention. Ich entscheide mich dafür, frei zu sein. Atme aus, öffne die Augen. Für zwei Runden Sonnengruß, schieb die Arme einatmen über, vorne nach oben. Du beugst die Beine für die Vorbeuge, Uttanasana. Dein Rücken wird lang, atme ein. Rechts, links, nach hinten, herabschauender Hund. Hände gut geerdet, einatmen, Liegestütz. Ausatmen, schweb zum Boden. Cobra, du atmest ein ohne Stress.
Setz mal die Zehen auf, schieb dein Gesäß nach hinten in den herabschauenden Hund. Noch zweimal einatmen, Liegestütz. Ausatmen, ablegen. Die Kobra atmest du ein. Schiebst dein Gesäß nach hinten, oben herabschauender Hund, Adho Mukha Svanasana. Noch einmal in deinem eigenen Rhythmus. Lass dich von deinem eigenen Atem tragen. Und dann treffen wir uns im herabschauenden Hund. Heb mal bitte das rechte Bein an, verlängere es. Und du beugst das rechte Bein und heb nur, beug mal, knacks, heb das rechte Knie an, so hoch du kannst. Damit kriegst du eine schöne Dehnung im rechten Oberschenkel. Atme aus, dreh die rechte Hüfte auf, über die linke, Bauch aktiv, dein Atem fließt frei. Und jetzt als Option, probier das aus. Hol dir das rechte Knie zum rechten Oberarm und zieh die Schultern über die Handgelenke. Also Schultern über die Handgelenke ziehen. Schultern, Liegestütz, rechtes Knie zum rechten Oberarm. Blick geht nach vorn, ich entscheide mich frei zu sein. Ausatmen, das rechte Bein wieder nach oben. Noch einmal beugen, wiederholen es nochmal, rechtes Knie zum rechten Oberarm. Blick geht nach vorn, heb deinen Mundwinkel an. Ausatmen, Fuß zurück, aufstellen. Einmal auf die andere Seite, heb das linke Bein an, beuge es. Heb das Knie höher, soweit du kannst. Lass die Dehnung zu. Dein Bauch ist aktiv. Zehen aktiv. Hol dir die Schultern über die Handgelenke und jetzt zieh dein linkes Knie zum linken Oberarm. Einmal. Vielleicht kannst du das berühren. Wieder zurück. Linkes Bein ausstrecken. Noch einmal beugen. Linkes Knie zum linken Oberarm. Moment verweilen. Atme. Blick nach vorn. Ausatmen. Zurück in den herabschauenden Hund. Leg den Oberkörper ab, schwebt zum Boden. Die Hände machen Kissen, Blick zur Seite. Nimm dich wahr jetzt über die Atmung. Die Atmung, die sich im Körper ausbreiten kann, auch die Atemräume mal zu spüren, die Flanken, die Körperrückseite, den Bauch, Herzraum. Die Atmung, die dein ständiger Begleiter ist in Phasen, wo du dich gut fühlst, aber vielleicht auch in Phasen, wo du dich nicht so gut fühlst. Und du hast für dich gelernt, dass ein paar tiefe, bewusste Atemzüge dein inneres Wohlbefinden verändern können. Der bewusste Atem führt dich in die Freiheit zurück. Und da möchte ich jetzt mit dir noch eine Übung anschließen. Leg mal die Stirn ab. Die Hände verschränkst du hinterm Kopf. Zieh mal nur die Ellenbogen erstmal weit auseinander. Schaff Platz in den Schultern. Du drückst hinten den Spann, die Zehenrückseiten in den Boden. Kreier Länge im unteren Rücken. Und aus der Kraft des Rückens hebst du den Oberkörper an. Ich liebe diese Übung, die geht nämlich jetzt erst los. Atme, Halswirbelsäule lang. Wenn es deinen Rücken zulässt, löse noch die Knie und die Füße, heb alles an. Atme weiter, ich entscheide mich frei zu sein. Du streckst die Arme zur Seite, weit, streck mal die Arme aus. Die Daumen drehen hoch zur Decke. Strahle über die Hände. Kreier Kraft aus deiner Körpermitte und jetzt schiebst du die Arme ganz weit nach vorne. Über die Ohren geführt. Noch zwei Atemzüge. Genau, du bewegst dich. Achtung, leg nur die Stirn ab. Leg die Füße ab, Fußrückseiten. Zieh die Arme nochmal höher. Ja, jetzt lass die Arme gestreckt und du holst dir nur die kleinen Finger zurück auf die Matte. Die Arme bleiben gestreckt. Jetzt kreier weite Ausdehnung mit jedem einzelnen Atemzug. Tief ein, tief ausatmen. Einmal ohne Schwung hebst du alles vom Boden
ab, was du lösen kannst. Die Füße, die Arme, Oberkörper, den Kopf. Atme aus, atme nochmal tief ein jetzt mit uns gemeinsam. Mit der nächsten Ausatmung drück dich zurück in den herabschauenden Hund. Sehr schön gemacht. Dein Blick geht nach vorn, rechter, linker Fuß nach vorn, zwischen die Hände, heb den Kopf an. Tiefe Vorbeuge, du atmest aus. Und jetzt schiebst du die Arme über vorn nach oben, kommst hoch zum Stehen, Hände zum Herzen. Zweite Runde, streck die Arme, atme ein. Vorbeuge, Uttanasana, ausatmen. Halbe Vorbeuge, einatmen. Links, rechts, nach hinten, herabschauender Hund. Einatmen, Liegestütz. Ausatmen, schweb zum Boden. Kobra, du atmest ein. Herabschauender Hund, ausatmen. Jetzt wird's spannend. Schau nach vorn zu deinen Händen. Und bring die Hände so 5 cm näher zueinander. Genau. Kannst nochmal die Beine leicht beugen, schieb dein Gesäß höher. Blick bleibt vorn. Du drehst die Armbeugen, die Ellenbogen. Die Ellenbogen drehst du nach hinten. Und jetzt zieh mal die Unterarme auf den Boden. Vorbereitung für den Delfin. Den machen wir heute aber nicht. Du kannst mit deinen Füßen ein Stückchen nach hinten laufen. Genau, so dass die Schultern der höchste Punkt sind. Da geht dein Gesäß ein Stückchen tiefer. Stabile Körpermitte, langer, stabiler Rücken. Ganz schön und meine nächste Lieblingsübung. Du läufst mit beiden Füßen nach rechts außerhalb deiner Matte. Halte das und du merkst jetzt, dass die linke Hüfte so ein Stückchen tiefer sinkt und die hebst du ganz leicht an. Und das gilt es zu halten, für noch 2 tiefe Atemzüge. Wenn ich zu Hause das übe, mir geht es übrigens genauso, ich zitter genauso wie du, Katrin. Komm langsam zurück und dann geht es nach links. Du atmest weiter. Heb die rechte Hüfte ganz leicht an. Ich entscheide mich, frei zu sein. Die Freiheit braucht manchmal ein bisschen Einsatz. Wieder zurück. Heb dein Gesäß höher und lauf mit deinen Füßen 10, 20 cm nach vorn. Genau, so weit wie es geht. Beug nochmal die Beine, schieb dein Gesäß hoch und dann bleib hier noch für 2 tiefe Atemzüge. Tief ein, ausatmen, 2, einatmen, ausatmen, Füße laufen zusammen. Du legst die Knie ab. Setz dich mit deinem Gesäß auf die Fersen und richte dich auf. Genau. Linke Hand auf dein Herz, die rechte Hand auf die linke Hand. Schließ deine Augen. Und jetzt bleib hier für einen Moment und erlebe dich über das Pulsieren, die Fülle der Einatmung, das gute Gefühl, auch mal leer zu werden, auszuatmen. Weiche Gesichtszüge. Das Wechselspiel aus Anspannung und Entspannung. Öffnest die Augen, schiebst nochmal die Arme nach vorn in den Vierfüßlerstand zurück und du ziehst dir den rechten Fuß vor zwischen die Hände. Falls du eine Decke in der Nähe hast, kannst du dir auch gerne eine Decke unter deine Knie legen, unter das linke Knie. Du wanderst mit deinem rechten Fuß und vielleicht 5 cm nach vorne und 5 cm nach außen. Heb jetzt den Oberkörper an, platziere beide Hände auf dein rechtes Knie, Vorbereitung für Anjaneya Asana. Wir gehen da jetzt in eine richtig schöne Hüftöffnung, eine Herzöffnung rein. Mit einer Ausatmung schiebst du dein rechtes Knie, dein Becken nach vorne und sinkt tiefer, so weit wie es geht. Und wenn du merkst, es ist viel Platz, kannst du gerne den rechten Fuß noch so ein Stückchen nach vorn bewegen.
Beginn dich jetzt im Becken aufzurichten. Bauchdecke aktiv, dein Knie bleibt aber vorn. Einfach nur das Becken aufrichten. Chaka, Knie vor, Becken runter. Genau. Für die Hände zu deinem Herzen. Heb den Blick leicht an und schau zu Hause. Such dir einen Punkt an der Wand, an der Decke. Und da bleibst du ganz fixiert mit deinem Blick. Lass dich tiefer sinken. Und erlaube es dir, dich jetzt so in der Rückbeuge zu atmen. Du hebst dein Herz höher. Dein Atem fließt. Die Halswirbelsäule ist lang. Und von hier aus streckst du die Arme über vorn weit nach oben. Du kollabierst nicht in ein Hohlkreuz, die Körpermitte ist aktiv und erlaubest dir jetzt über die Yoga-Übung frei zu sein. Du kreierst Platz im Körper, du entscheidest dich bewusst für Freiheit. Mach für 2, 3 tiefe Atemzüge. Und die Freiheit darf sich gut anfühlen für dich. Jetzt lass die Arme sinken zur Seite. Bleib in der Rückbeuge. Ja. Richtig schön weit sinken lassen. Die Handflächen drehen nach vorn, die Daumen zur Decke. Öffne dich weiter. Schließ mal die Augen, wenn du magst. Tiefes Ein- und Ausatmen. Atme aus, öffne die Augen, platziere die Hände auf dem Boden unterhalb deiner Schultern. Und von hier aus schiebst du dein Gesäß nach hinten, dein rechter Fuß wandert nach vorne und du streckst das rechte Bein aus. Das ist der halbe Spagat, Adha Hanuman Asana. Dazu löst die Zehen, die Ballen, du bist auf deiner rechten Ferse. Vielleicht fühlt sich das für dich jetzt ein bisschen eng an im Körper. Und genau das ist der Moment, wo du für dich sagst, trotz dieser Enge bin ich frei. Du kannst dich selbst auf Glücklichsein programmieren, indem du das für dich wiederholst, das von innen heraus lebst. Ganz schön. Dein Rücken bleibt lang, dein rechtes Bein so gestreckt wie jetzt. Deine rechte Hand an die rechte Hüfte. Kreiere nochmal Länge im Rücken. Jetzt holst du dir die rechte Schulter über die linke, dreh dich auf. Und schieb mal den rechten Arm hoch zur Decke. Lass das Herz offen und weit werden. Schließ für einen Moment die Augen. Und lebe dein Potenzial, deine Freiheit. Das gute Gefühl, sich immer wieder neuen Raum zu gönnen. Ausatmen, auflösen. Langsam zurück, Bein beugen, wieder nach hinten ziehen. Schieb dich in den herabschauenden Hund für dich zum Ausgleich. Kannst mal das linke Bein ausstrecken, hoch zur Decke. Wieder zurück, rechtes Bein ausstrecken. Wieder zurück, hol dir die Knie auf den Boden. Und dann geht dein linker Fuß vor zwischen die Hände als Vorbereitung für Anjaneya Asana. Wanderst du mit deinem linken Fuß noch so ein kleines Stückchen nach vorn, nach links versetzt. Heb den Oberkörper an, Hände auf dein linkes Knie. Schließ mal die Augen. Und lass dich jetzt mit geschlossenen Augen in die Position sinken, Anjaneya Asana. Dein Becken schiebst du nach vorn, dein Knie geht nach vorn. Die Schlüsselposition hier ist es, eine stabile Körpermitte zu schaffen und dich im Becken mehr und mehr aufzurichten. Und aus deiner Brustwirbelsäule entsteht so eine ganz leichte Rückbeuge. Heb dein Herz höher. Jetzt schieb mal die Arme über vorn nach oben, öffne die Augen. Halswirbelsäule lang. Und du folgst deinem Atem, du folgst mit einer Ausatmung in die Ausdehnung über die Finger, über die Füße. Das Ziel ist es, die körperlichen Grenzen aufzulösen. Geht auch gut. Atme weiter. Bleib in der Verbindung mit dir, bleib in deiner Kraft. Und jetzt lass einfach die Arme über die Seite sinken.
Gib dir nochmal Raum im Herzen, die Finger weit geöffnet, die Arme gehen so ganz leicht zur Seite. Und hier empfängst du den Atem. Die Verbindung zum Universum. Tiefes Ausatmen. Und dann atme aus, bring die Hände wieder zurück auf die Matte. Beginn langsam den linken Fuß nochmal so ein Stück nach vorne zu strecken und dann strecke auch das linke Bein, löse die Zehen und die Ballen. Du hast nur die linke Ferse gut geerdet und dein Oberkörper sinkt über das linke gestreckte Bein. Adha Hanumanasana. Schließ die Augen. Und Freiheit bedeutet auch ganz viel aus so einer Hingabe heraus zu praktizieren, sich dem Leben hinzugeben, nicht zu kämpfen. Und genau das machst du jetzt. Führ die linke Hand an die linke Hüfte. Hol dir jetzt die linke Schulter über die rechte, beginn dich aufzudrehen. Und wenn du dann den Impuls spürst, streckst den linken Arm hoch zur Decke. Linke Hand, linke Schulter, rechte Hand kommen in Linie. Heb dein Herz höher, schließ gern die Augen. Und dann gib dich nochmal der Rückbeuge hin. Empfang die Atmung. Mit einer Ausatmung langsam zurück. Löse auf, zieh deinen linken Fuß wieder nach hinten. Noch einmal in den herabschauenden Hund. Alles gut. Kannst mal die Decke zur Seite schieben. Und dann läufst du mit deinen Füßen die Mitte deiner Matte. Die Füße gehen leicht auseinander als Vorbereitung für die Hocke. Malasana, kannst auch die Füße so leicht nach außen drehen. Und dann setz dich tiefer, Hände zum Herzen, dein Atem fließt. Hier bekommt jetzt dein Becken, dein unterer Rücken nochmal eine gute Freiheit geschenkt. Kannst mal so ein bisschen nach links und rechts schaukeln. Freiheit bedeutet auch für mich immer, sich neu zu öffnen. Und das werden wir jetzt verbinden. Komm mal auf die Fingerkuppen vor dir. Wenn du die Fersen lösen kannst, geht auch. Kannst du so machen, wie das für dich passt. Kreier Länge im Rücken. Jetzt schiebst du den linken Arm über die Seite weit nach oben. Ja, schön geknackt jetzt bei der Katrin. Sehr gut. Hat sich was gelöst. Öffne dich, schließ die Augen für 2 Atemzüge. Ausatmen zurück und dann geh selbstständig auf die andere Seite. So eine schöne Öffnung aus dem Herzen heraus. Du kannst dir vorstellen, dass die Arme wie Flügel sind und die kannst du ausbreiten. Ich entscheide mich, frei zu sein. Ausatmen zurück, Vorbeuge Uttanasana. Genau, dazu gehen die Füße nochmal ein bisschen enger zueinander. Lass dich richtig schön aushängen. Führ mal die Hände an die Ellenbogen. Gib dich der Vorbeuge hin und dann schaukelst du so ein bisschen nach links und nach rechts. Führ die Hände zurück an die Hüfte. Öffne die Augen, drück die Füße in den Boden, Beine leicht gebeugt. Einatmen, geht's hoch zum Stehen, Hände zum Herzen. Schließ nochmal deine Augen. Gönn dir ein tiefes Durchatmen. Und dann löst du die Hände, öffne die Augen und du kommst in die Grätsche, in die Mitte deiner Matte. Und was wäre eine kraftvolle Yogastunde ohne Krieger? Und wir werden heute mal was machen, haben wir lange nicht gemacht, gehen in den Halbmond. Kennst du das noch? Lange nicht geübt.
Du hast die Füße großzügig auseinander und dann streckst du mal die Arme zur Seite, sodass die Fersen ungefähr unter die Handflächen kommen. Kannst du dich ausprobieren, Hände zurück an die Hüfte. Jetzt drehst du deinen rechten Fuß 90 Grad nach außen, beug das rechte Bein, setz dich tiefer. So eine ganz klassische Sequenz, die wir jetzt zusammen hier üben. Atme ein und dann streckst du mal beide Arme aus für den Krieger 2, Virabhadrasana. Schau über die Finger deiner rechten Hand, entspann die Schultern, setz dich tiefer ins Becken und beginn dich aber aus deiner Körpermitte aufzurichten. Sehr schön. Du atmest, du spürst dich und erinnere dich daran, es geht um Freiheit. Führe langsam deine rechte Hand an die Innenseite vom rechten Fuß für Uttita Parshvakonasana und dein linker Arm geht gut gestreckt Richtung Decke. Dein Blick geht zur Seite, da freut sich die Halswirbelsäule. Dein Atem fließt. Atme tief ein und tief aus. Und von hier aus wandert deine rechte Hand, also die untere Hand, so 5 cm nach hinten Richtung linken Fuß. Genau, jetzt kannst du das rechte Bein strecken für das Dreieck Trikonasana. Atme. Jetzt bereiten wir gemeinsam den Halbmond vor. Du platzierst die linke Hand an die linke Hüfte. Beug das rechte Bein. Zieh deinen hinteren Fuß so 10 cm erstmal nach vorn, so ein Stückchen nach vorn. Dann geht dein rechter Arm weit nach vorn, so ein Stückchen nach rechts versetzt. Zieh den noch ein Stückchen nach vorn, sodass du eine gute Dehnung in deiner rechten Körperseite spürst. Erde deinen rechten Fuß, die rechte Hand, atme aus. Mit einer Einatmung heb das linke Bein an. Ja, genau, du darfst wackeln. Dreh die linke Hüfte auf. Und du schiebst mal den linken Arm hoch zur Decke. Und das ist eine Position der Halbmond, der dir ganz viel Raum schenkt. Du brauchst die Konzentration, du brauchst deinen Fokus. Und wenn du jetzt noch mehr schweben möchtest, probier das aus. Löse mal die rechte Hand und die schwebt. Genau, du schwebst. Super. Atme aus. Hände zurück auf den Boden. Linkes Bein zurück. Vorbeuge. Lass dich sinken. Tiefe Atemzüge. Heb nochmal den Blick leicht an. Und dann lass dich sinken. Atme aus. Führ die Hände an die Hüfte. Einatmen, geht's hoch zum Stehen. Du kannst mal alles abschütteln. Und komm zurück in die Mitte deiner Matte. Der Übergang war ein bisschen hart, aber ich wollte es nicht unnötig kompliziert machen. Streck die Arme. Und dann führst du die Hände an die Hüfte zurück. Du drehst deinen linken Fuß 90 Grad. Bist gut geerdet über die Füße, kreier Kraft in deiner Mitte. Und dann streckst du nochmal die Arme aus für den Krieger 2. Dein Blick geht über die linke Hand, Schultern entspannt. Ja, und jetzt spür die Kraft, spür den Krieger, die Kriegerin in dir. Die wollen alle frei sein, sie wollen für ihre Ziele einstehen. Und mit einer Ausatmung führst du die linke Hand an die Innenseite vom linken Fuß am Knie vorbei, rechter Arm hoch zur Decke. Kreiere Platz von deiner rechten Zehe über das rechte Bein, die rechte äußere Hüfte hoch in die Achselhöhe. Schön. Blick Richtung Wand zur Seite. Jetzt lass mal die rechte Hand gestreckt und ganz wenig schiebst du die linke Hand nach hinten, so ein paar Zentimeter. Aus deiner linken Hüfte beginn jetzt das linke Bein zu strecken für das Dreieck Trikonasana. Führst die rechte Hand an die rechte Hüfte, beugt zuerst das linke Bein und schiebt die linke Hand weit nach vorn. So ganz kleine Stückchen versetzt. Deinen rechten Fuß ziehst du mit Stück nach vorn und dann hebt das rechte Bein an. Ja. Bauchdecke aktiv, rechte Schulter geht über die linke, rechte Hüfte, über die linke Hüfte und jetzt streckst du den Arm. Dein Atem fließt. Stell dir vor, dich zieht jemand nach oben.
Und wenn du jetzt gut geerdet bist, kannst du die linke Hand mal lösen. Sehr schön. Ausatmen, langsam zurück, rechte Hand zurück, rechtes Bein zurück. Vorbeuge, Uttanasana. Und dann für die Hände an die Hüfte, komm einatmen, langsam zum Stehen, zurück in die Mitte deiner Matte, die Hände zum Herzen. Und könnt ihr nochmal ein tiefes Durchatmen. Das bewusste Innehalten. Atme aus, öffne die Augen, löse die Hände und dann kommst du bequem zum Sitzen. Kannst, ja, wir gehen nochmal in die Grätsche im Sitzen, das bietet sich an. Du setzt dich auf eine Decke und du öffnest einfach nochmal die Beine zur Seite. Grätsche hat nicht viel mit Kraft zu tun, eher mit Hingabe. Und dazu platziert sie erstmal die Hände hinter dir. Komm auf die Fingerkuppen zurück. Schließ die Augen, heb dein Herz an. Gönn dir nochmal ein tiefes Durchatmen. Lass dich vom Atem berühren. Öffne deine Augen. Jetzt machen wir eine schöne Sequenz zusammen. Die habe ich in meinen Kursen 10-mal wiederholt. Wir machen es nur 5-mal. Du bringst die Hände neben die Hüfte, links und rechts, genau. Heb die Schultern an. Im Erzgebirge auf unserer Yoga-Reise haben wir das auch gemacht. Die Leute wissen es nicht, ob sie es lieben oder hassen sollen. Du verwendest jetzt für die nächste Übung deine Hände nicht. Die Hände bleiben, wo sie sind. Kreier Länge im Rücken, atme ein. Vorbeuge ausatmen, kipp mit deinem Oberkörper nach vorn, lass die Hände, wo sie sind. Schultern bleiben hinten. Heb dein Herz höher. Atme aus. Einatmen, langsam aufrichten. Hände bleiben, wo sie sind. Fußsohlen zusammen, Knie auseinander. Baddha Konasana, lass dich nach vorn sinken. Hände bleiben hinten. Ganz schön. Weiter atmen. Jetzt üben wir das dynamisch mit unserem Atem. Einatmen, komm nach oben und streck die Beine für die Grätsche. Bitte weit. Ausatmen, Vorbeuge. Geht auch nicht so weit bei dir, oder? Nee, kenne ich. Einatmen, nach oben. Ausatmen, Fußsohlen zusammen. Verbeug dich, atme aus. Noch 2 Runden. Einatmen, dich aufrichten, streck die Beine auseinander, grätsche, atme aus, Vorbeuge. Sehr schön. So innere Widerstände, die jetzt vielleicht entstehen, einatmen, nochmal aufrichten, ein letztes Mal, Fußsohlen zusammen, verbeug dich, Baddha Konasana. Dann kommst du nochmal einatmen nach oben, ein letztes Mal für die Grätsche, Upavishta Konasana, die Beine strecken und dann verbeug dich, atme aus. Jetzt kannst du die Arme nach vorn schieben, Schultern ziehen nach hinten, schließ die Augen. Gib dich dem Leben hin und erlaub es dir, frei zu sein, frei ein- und auszuatmen, auch wenn das für dich jetzt eine echte Herausforderung ist. Bleib mental ganz bei dir, ganz positiv. Und was mich so persönlich diese Übungen gelehrt haben, so wie eben jetzt, ist, dass es sich manchmal einfach lohnt, mal durchzuatmen. Und zu wissen, dass es gleich vorbei ist. Atme aus, komm einatmen, langsam nach oben, zurück.
Klapp mit deinen Händen die Knie zusammen und dann leg dich langsam auf dem Rücken ab. Schließ mal die Augen, die Hände legst du einfach mal auf den Bauch ab. Füße mattenbreit, die Knie berühren sich. Entspann die Schultern. Ich entscheide mich dazu, frei zu sein. Und zum Abschluss gönnen wir uns nochmal eine richtig schöne, kraftvolle Übung. Dazu öffne mal die Augen. Du gehst jetzt mit uns gemeinsam in den Adler im Liegen. Falls dir das neu ist, schau erst mal bei uns zu. Katrin, du ziehst mal die Knie zu dir heran. Schlag deinen rechten Oberschenkel über den linken. Und wenn du Glück hast, kannst du mit deinem rechten Spann unter die linke Wade gehen. Erster Schritt. Zweiter Schritt, beug die Arme, linke Ellenbogen über den rechten Handflächen zusammen. Das ist der Adler in der Ausgangsposition, so das Sinnbild für Freiheit. Die Schienbeine gehen parallel, die Arme, Unterarme parallel. Spann die Bauchdecke maximal an, du kompensierst nicht durch ein Hohlkreuz, wichtig, anspannen. Du ziehst Ellenbogen, Knie ganz leicht auseinander, erstmal vielleicht so 2 cm. Es ist der Moment, wo du einatmest. Mit einer Ausatmung ziehst du Knie, Ellenbogen zusammen, heb den Oberkörper an. Genau. Einatmen, auseinander. Ausatmen, zusammenziehen. Und das machst du für dich noch ein paar Mal. Selbstständig. Knie, Ellenbogen zusammen und dann wieder auseinander. Erinnere dich, das ist ja heute eine kraftvolle Praxis. Wiederhol das noch einmal. Zieh nochmal die Knie, Ellbogen zusammen. Halte das, öffne die Augen, bleib hier. Schieb jetzt die Knie nach rechts. Ellbogen nach links. Ja. Zurück in die Mitte, nochmal zur anderen Seite. Sehr gut. Ausatmen, zur Mitte auflösen. Alles ausstrecken. Tief durchatmen. Und jetzt darfst du dich auf die andere Seite vorbereiten. Knie wieder ranziehen, linken Oberschenkel über den rechten drüber weg. Schwingen gern mit Schwung. Linker Fuß hakt ein, der rechten Wade. Beug mal die Arme, rechte Ellenbogen über den linken drüber weg. Handflächen zusammen, schließ die Augen. Schau, dass die Schienbeine, die Unterarme parallel kommen. Aktiviere deine Körpermitte, halte das. Und wir starten mit 4-5 Runden. Atme aus, Ellenbogen, Knie zusammen. Einatmen, auseinanderziehen. Ausatmen, zueinander. Genau. Mach das noch ein paar Mal. Noch zweimal. Ein letztes Mal atme aus, halte das und jetzt schiebst du deine Ellenbogen nach links. Atme weiter. Schönen Bauchmuskeln. Langsam zurück, einmal nach rechts. Zurück zur Mitte, auflösen, alles nochmal ausstrecken. Gehen in eine letzte Drehhaltung, dazu schiebst du einfach mal die Arme weit zur Seite. Also ruhig die Arme weit strecken, stell die Füße auf, mattenbreit. Und dann kippen einfach beide Knie nach rechts. Dein Blick geht nach links. Den Kopf anheben, wieder ablegen. Schließ die Augen. Schlag nochmal die Klangschale für dich an. Seite.
Einatmen zurück in die Mitte. Zieh nochmal die Knie zu dir heran. Mach ein paar kleine Kreise mit den Knien. Wieder zurück, stell die Füße auf und dann drehst du dich auf die rechte Körperseite zurück. Gönn dir nochmal den Moment, jetzt so ganz bei dir zu sein. Wiederhole die Intention für dich. Und dann stütz dich ab über die linke Hand. Lass dir Zeit, komm hoch zum Sitzen, die Augen öffnen. Führ die Hände nochmal zum Herzen. Daumen berühren den Brustbein. Bedanke dich bei dir selbst für die Übungspraxis und möge Yoga dir helfen, immer wieder den Weg in die Freiheit für dich zu wählen. Atme aus, atme ein, öffne die Augen, löse die Hände. Ja, liebe Katrin, schön hast du mitgemacht. Vielen Dank fürs Einlassen, auch für dich zu Hause. Danke für dein Üben mit uns. Falls du dir Themen wünschst, was du üben möchtest, hinterlass gerne einen Kommentar. Wir drehen die Videos ja für dich. Ansonsten kannst du den Kanal abonnieren. Hier gibt es ein weiteres Video. Wenn du mal online live mit mir üben möchtest, findest du alle Informationen hier unten. Immer montags 19 Uhr. Hab einen wunderbaren Tag. Wir sehen uns wieder auf der Matte.